Ja, und wenn die Blutproben hier im Labor angekommen sind, dann landen sie bei Herrn Dr. Hoffmann, den ich ganz herzlich begrüße. Schönen guten Tag, schön, dass Schönen Sie guten bei mir Tag. sind. Sie sind der Chefarzt des Instituts für Labormedizin und Mikrobiologie. Was passiert denn mit diesen Blutproben, wenn Sie dann hier im Labor sind? Na, unser oberstes Bestreben ist natürlich, dass durch eine Bluttransfusion keine Krankheiten übertragen werden. Das heißt, bei uns werden diese Blutproben, die die Blutspender abgegeben haben, auf alle möglichen Krankheitserreger, die über Blut übertragbar sind, untersucht. Und nur wenn wir nichts derartiges finden, können diese Spenden freigegeben werden und werden Patienten dann transfundiert. Das möchte ich ein bisschen genauer wissen. Auf was wird es denn genau untersucht? Was sind denn die häufigsten Ja. Krankheitserreger? Also die Krankheitserreger, nach denen wir suchen, sind im Wesentlichen Hepatitis-Erreger, Hepatitis-Viren. Es gibt da die Hepatitis B, die Hepatitis C. Natürlich spielt auch HIV-Aids-Erkrankung eine Rolle. Wir suchen außerdem nach Lues, Erreger der Syphilis, eine sexuell übertragbare Erkrankung. Bei manchen Patienten suchen wir nach einem Virus, das heißt Zytomegalie-Virus, mit dem man sich in der Kindheit infiziert, was wir alle oder fast alle im Blut haben. Und bei Reisenden aus bestimmten Gebieten suchen wir außerdem nach dem berühmten West-Nil-Virus. Was ist das denn für ein Virus? West-Nil-Virus ist ein Virus, das insbesondere in Südeuropa vorkommt: Griechenland, Italien, ehemaliges Jugoslawien, ehemalige Tschechoslowakei, Rumänien und auch in einigen Staaten des Nahen Ostens, was wie so viele Viren durch Mücken übertragen wird, durch Moskitos und was eigentlich fast keine Erkrankung macht. 80% der Menschen, die sich mit West-Nil-Virus infizieren, merken überhaupt nichts davon. Bei 20% der Patienten äußert es sich als eine grippeartige Erkrankung. Man hat ein paar Tage Fieber und gesundet dann wieder. In sehr seltenen Fällen kann es allerdings sehr schwer verlaufen. Wenn Sie sagen, man merkt eigentlich gar nicht viel davon oder die meisten, wie ist es dann, wenn ich Blut spenden möchte? Woher weiß ich denn, ob ich diesen Erreger habe? Zum einen fragen wir Sie, bevor Sie Blut spenden dürfen, ja nach allen möglichen Sachen. Wir fragen Sie unter anderem auch, ob Sie in den letzten Wochen in einem der betroffenen Gebiete gewesen sind, zur entsprechenden Jahreszeit zwischen Juli und November. Ansonsten gibt es da keine Übertragung. Und wir überprüfen natürlich, ob Sie aktuell Krankheitsanzeichen aufweisen. Und wenn Sie keine Krankheitsanzeichen aufweisen, dann dürfen also kein Fieber haben, dann dürfen Sie spenden und dann untersuchen wir das Blut nochmal speziell mit einer speziellen Methode auf diesen Virus. Wenn jetzt solch eine Blutprobe bei Ihnen hier im Labor ankommt, wie genau geht es dann jetzt weiter? Wird das irgendwie unter dem Mikroskop untersucht oder wie darf man sich das Oh vorstellen? je, nein, das würde überhaupt nicht gehen. Viren sind viel zu klein für eine mikroskopische Untersuchung. Es gibt im Wesentlichen zwei Untersuchungsverfahren. Das erste ist, dass wir im Blut nach Antikörpern gegen verschiedene Viren suchen. Für manche Viren kommt diese Antikörperantwort allerdings zu spät. Da würde es zu lange dauern, bis wir eine Antikörperantwort des Blutspenders in dem Fall messen können, sodass uns unter Umständen Infektionen entgehen könnten. Und für diese Erreger, das betrifft im Wesentlichen bestimmte Hepatitis-Erreger oder auch das AIDS-Virus, das HIV-Virus, da gucken wir mittels sogenannter molekularbiologischer Methoden, wo wir die DNA, die Erbsubstanz nachweisen im Blut des Spenders, nochmal speziell nach. Und diese Methode ist deutlich schneller und da entgeht uns eigentlich keine Infektion. Wie sind denn da die Ergebnisse? Gibt es da oft Erreger, die man findet? Das ist extrem selten. Wir haben ja so viele Sicherheitsmechanismen eingebaut, dass wir tatsächlich eine Blutspende nach der Spende sozusagen wieder verwerfen müssen und nicht transfundieren können, weil wir irgendwas finden. Das ist eine absolute Rarität. Ist in meinen 5 Jahren, die ich jetzt hier bin, kann mich nicht erinnern, dass ich jemals das erlebt hätte. Wie wichtig ist denn die Laborarbeit im Allgemeinen für die Patienten hier im Klinikum? Das Labor ist immer ein Bereich, von dem man wenig mitkriegt. Es gibt viele Ärzte, die auch noch nie im Labor waren, das Labor von innen gar nicht kennen. Und wenn sie dann mal hierher kommen und uns hier mal besuchen, sagen sie: Oh Gott, das ist ja toll hier, wie interessant das ist. In der Tat basieren ungefähr 70 bis 80% aller Diagnosen von Patienten auf Laboruntersuchungen. Das ist ja nicht nur auf Krankheitserreger. Wir untersuchen ja auf eine Fülle von anderen Parametern auch. Wir machen 5 bis 6 Millionen Untersuchungen im Jahr hier im Klinikum Augsburg. Das ist eines der größten Krankenhauslabore in Deutschland. Und von daher hat das eine ganz entscheidende Bedeutung für eine Fülle von Entscheidungen, die die Kliniker, die die Patienten versorgen, treffen und die Diagnosen stellen. Das bedeutet aber auch, dass der Patient sicher sein kann, dass jede Blutübertragung für ihn auch ganz sicher ohne Risiko erfolgt. Das kann man im Allgemeinen so sagen. Absolute Sicherheit gibt es im Leben nie. Auch unsere Teste, die wir verwenden, haben gewisse, wie wir das sagen, diagnostische Fenster. Wenn sich jemand
vor einer Woche mit dem AIDS-Virus infiziert hat, können wir das nicht detektieren, kann kein Labor dieser Welt das detektieren. Absolute Sicherheit gibt es nicht, aber wir haben so viele Sicherheitsmaßnahmen eingebaut. Das beginnt ja mit der Befragung der Spender durch die Ärzte, die dann nachher auch die Blutspende gewinnen. Das beginnt mit der körperlichen Untersuchung, wo wir Fieber messen, wo wir eventuelle Hautausschläge etc. sehen würden und endet dann erst mit der Laboruntersuchung. Ich glaube, in Deutschland ist kein Fall bekannt, dass es tatsächlich zu einer Übertragung von Erkrankungen durch Blutspenden gekommen wäre. Wäre mir nicht bewusst, dass das tatsächlich in Deutschland mal passiert wäre. Gut, vielen Dank für das Gespräch, Herr Dr. Hoffmann. Alles Gute für Ihre Arbeit. Danke, sehr Dankeschön, gerne. Dankeschön, danke. Und bei uns, liebe Zuschauer, geht es weiter mit unserem Gesundheitstipp. Und da gibt es Ratschläge zum Umgang mit leichten Verletzungen im Alltag.